Liebe Community, willkommen zurück zu GTA Online Arena War. Mein Name ist Dennis und ich freue mich, dass ihr dabei seid. In diesem Video zeige ich euch ein ziemlich krasses Fahrzeug. Das ist folgendes, das habe ich gerade mal gekauft. Ihr wisst ja, ich kaufe immer die Fahrzeuge und dann tune ich die. Und zwar den Scarab. Und es gibt den ja in verschiedenen Ausführungen, auch relativ bunt. Ärgert mich, weil das hätte ich früher sehen müssen. Aber dafür haben wir den jetzt im, in der Apokalypse. Ja, es gibt hier noch Zukunftsschock. Da kostet der ein bisschen weniger, 2,3 Millionen. So zahlt ihr um 3 Millionen oder fast 3,1 Millionen GTA-Dollar und hier ebenfalls. Außerdem habe ich den ZR380 geholt. Den werden wir uns in der nächsten Folge angucken. Das steht da schon, ja. Aber noch nicht so schön modifiziert, wie ich das machen werde. Plus dieses Fahrzeug, was da steht, hat ein sehr wunderschönes Gimmick. Das zeige ich euch später auch noch. Und wie findet ihr mein Suit? Das sieht doch geil aus, oder? Warte mal. Mich schon immer gefragt habe. Ja. Nein. Ah, okay, krass. Also wenn ich das anziehe. Wie sehe ich denn jetzt aus? Jemand klingelt an einer Werkstatt. Nö! Ich will alleine sein. So, und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Kurze Info noch. Ich würde mich freuen, wenn ihr ein Däumchen auf dieses Video lasst, denn in der letzten Folge haben wir den Cerberus getuned, der irgendwie komischerweise gar nicht hier steht, und zwar dieser große, fette LKW. Das Video könnt ihr euch natürlich auch gerne angucken auf YouTube. Ist am Schluss. Oder einfach mit der Maus hier drüber fahren, hier oben in der Ecke. Da taucht so ein i auf, da könnt ihr draufklicken, da kommt ihr zu dem Video. Und das hier ist ein ziemlich krasses Panzerfahrzeug, das relativ schnell ist. Ja, und das testen wir direkt mal aus. Den Scarab, den können wir natürlich jetzt auch modifizieren und bringen den mal ganz kurz in unsere Werkstatt und schauen dann mal. Und die Meinungen zu dem Update sind 50-50. Ne? Das ist sehr interessant zu lesen. Also, wir haben jetzt hier Schub. Ich habe jetzt eigentlich mal eine Face gemacht, auf die andere Seite gemacht. Nur vor euch, Leute, oder? So, Schub haben wir. Da können wir was reinhauen. Das kostet uns wieder einfach 520.000 GTA-Dollar. Wenn wir den Schub verbessern wollen, ja. Ich finde, das ist schon ziemlich teuer. Hier zahlen wir nur 400.000, also nur 400.000 GTA-Dollar. Kann man aber auch ein bisschen günstiger haben, indem man, wie gesagt, eine bestimmte Sponsorenstufe erreicht in der ganzen Arena-War-Geschichte. Das werden wir auch noch spielen. Mir geht es jetzt erstmal um die ganzen Fahrzeuge, die wir hier modifizieren. Ja. Ich würde sagen, ich finde eigentlich Speere ganz cool. 7.100 Dollar, genau. Also ihr müsst Doppelklick machen, dann kauft ihr das. Oder ihr schaltet es einfach frei. Ja, ich kaufe das jetzt einfach mal. Alter, das ist halt krass. Du hast hier an den Seiten, seht ihr das? Hat mir so Stacheln. Boah, damit müssen wir nachher mal fahren gehen. Oder in einer anderen Video. Panzerung kostet 300.000 GTA-Dollar. Hauen wir mal drauf. Es gibt noch die Panzerung. Dann haben wir hier noch die volle Panzerung. Rostig zum Beispiel. Ja. Ich finde, mit Carbon sieht das schon sexy aus. So. Ja, das ist relativ günstig. Und ein Überrollkäfig. Könnt ihr auch draufhauen. Und zwar ein Plattenkäfig, ein Käfig, Alternative. Oh, aber ich würde sagen, machen wir das. Immer schon reinbuttern dann richtig. So, Motor. Den würde ich auf jeden Fall verbessern, weil dann können wir nämlich die Fahnen schneller von A nach B bringen. Dann haben wir jetzt noch die Möglichkeit, eine Motorabdeckung reinzuhauen, die man eigentlich, ich bin ganz ehrlich, die sieht man eigentlich gar nicht. Seht ihr das? Also sieht man eigentlich nicht, aber seht ihr das? Nur ganz leicht, aber komm, wir machen es einfach mal. Was haben wir hier? Achso, Auspuff. Wo ist der Auspuff? Ach, das hier. Guck mal. Kann mir... Ja, nee. Also da, nee. Nee. Da sehe ich, also das ist für mich komplett behindert. Komm, machen wir hier so ein schönes Rot, damit die Gegner auch alle Angst vor uns haben. Design. Oh, das ist aber nice. Tarnung. Boah, 43.000 Dollar, Leute. Okay, machen wir. Name. Heidi-Panzer. Ja, Heidi-Panzer. Lackierung, da können wir dann jetzt auch verschiedene Farben machen. Finde ich eigentlich das ganz cool. Ich würde die Farbkombi sogar so lassen. Verkaufen, ja, da gehen wir schon einiges. Seitenverkleidung. Wow! Alter, aber das mit den Munitionskisten hier oben ist halt auch geil, oder? Ich finde das hier sogar fetter. Nice, ich zeige euch mal mit alle. Oh, das sieht auch cool aus. Turbo-Tuning, ja, damit wir auch schnell sind. Vertikaler Sprung. Das kostet 420.000 GTA-Dollar. So, 100%. Machen wir.
Fenster soll dunkel sein. Waffen. So, Rammwaffen. Da haben wir hier die verschiedenen Schaufeln. Oh, Alter, das ist aber geil. Schaufel finde ich geil. Die müssen wir gleich mal ausprobieren, ob das auch... Kaliber 50. Annäherungsmine. Teer. EMP. Öl. Stacheln. Teer, was macht denn Teer? Okay, komm, wir probieren das gleich mal aus. Alter, ist das teuer. Okay. Ich mach mal Arena verlassen. Fahrzeug ist fertig, Leute. Da rollt er raus, der Tank. So, und ich bin gespannt, was ihr wieder zu dem Fahrzeug in die Kommentare schreibt. Ach, guck mal, da ist jemand. Alter, das Ding... Oh, wie schnell der ist. Alter! Nein! Ach so. Was ist das? Ach, guck mal, der hat auch so modifiziert. Was hat der denn auf dem Kopf? Hä? Habt ihr das gesehen? Alter, wie schnell das Ding ist. Guck mal. So, jetzt müssen wir die Rampe mal ausprobieren. Nee, jetzt nicht. Kein Bock zu telefonieren. Alter, ich will die Rampe... Oh, das ist aber krass. Ey, wie schnell das... Lass mich in Ruhe. Wie schnell das Ding ist. Nitro-Schub. Ach, guck mal, da kommt tatsächlich... Wow! Okay, das ist nice. Ey, damit müssen wir bei Arena War eigentlich voll krass abgehen. Guck mal, wie der die einfach alle wegzimmern kann. Okay, wir haben noch ein Bordgeschütz an Bord. Ein Bordgeschütz an Bord, das ergibt Sinn. Victor! Victor! Wie sieht das von innen drin aus? Eieiei, so eine riesige Kommandozentrale. Was zur Hölle? Ist das, hat der einen Burger auf dem Kopf? Hat er recht, da hat er recht. Können wir damit... Komm, wir probieren mal was. Ist halt voll das Mad Max Update, Mann. Ich hätte euch den Cerberus gerne in meinem Helm gezeigt. Na egal, machen wir im nächsten Video. Im nächsten Video checken wir noch die andere Karre ab. Oh, warte mal. Kann ich damit... Tja, was macht das Tails? Da muss ich mal warten, bis ein Auto reinfährt. Da kommt eins. Wechsel die Spur. Komm, wechsel die Spur. Nee. Oder... Hä? Und was jetzt? Verstehe diese Mine nicht. Was machen die? Da lege ich jetzt mal eine hin. Aber, hä? Aber das bremst er den nur aus, oder was? Jetzt liegt das her. Was bringt das? Ah, da wird man langsamer. Guck mal. Ich verstehe. Da wird man richtig langsam durch. Da hinten können auch noch zwei drin sitzen. Ja, ist auf jeden Fall ein cooles Fahrzeug, aber... Ich weiß nicht, Mann. Ey, ich bin da immer noch so zwiegespalten. Gehört sowas nach Los Santos? Hm. Pass auf, Leute. Oh. Das wollte ich gar nicht. Vor allem kriege ich Schaden in einem gepanzerten Fahrzeug, wenn ich gegen die Wand fahre. Alles klar. Das ist so bescheuert, Alter. Es ist halt so hart bescheuert. Puck. Weg da. Sind die Minen denn unendlich? Ja, Leute, ganz kurzer Programmhinweis noch. Ich habe einen Zweitkanal noch auf YouTube. Das ist der Heideltraut-Kanal. Den habe ich euch am, unter dem Video verlinkt. Und da gibt es Best-Offs von GTA Roleplay. Ja, der Walter wurde gestern ja von Aliens entführt. Und könnt ihr euch gerne mal reinziehen, wenn ihr Bock habt. Der ist sehr lustig. Lasst gerne auf dem Kanal gerne ein kostenloses Follow da. Ist der Zweitkanal, ja. Also hat nichts, ist nur immer so gecuttete Best-Off-Videos von Twitch, wer Lust hat. Und ich bin sehr gespannt, was ihr zu dem Auto hier sagt, zu dem Fahrzeug. Würdet ihr euch das kaufen oder nicht? Ich glaube, der ist Matsche. Und, ja. Oh, Junge, ich dachte, ich nehme die alte mit. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge von GTA Online Arena War. Wir machen bald mal so ein Arena War-Ding mit unseren ganzen Fahrzeugen. Und wir testen bald noch mehr aus. Also, ne, nächste Video steht schon in der Pipeline. Bis zum nächsten Video, Leute. Haut rein und danke fürs Zugucken. Euer Dennis.